Sie leiden unter Blasenschwäche. Wie tut das Ihre Lebensqualität beeinflussen? Es ist so, dass ich einfach unsicher werde und dann gewisse Veranstaltungen auslasse, dass ich vermeide, zu lachen oder einfach fest zu pressieren oder schwer zu tragen, einfach bei diesen Sachen. Sie sind jetzt bereits operiert worden. Hat das Ihnen geholfen? Das hat sehr, sehr viel gebracht, aber ich habe auch noch Reizblasen. Und da sind wir noch dran, da muss die muss wieder aufgebaut werden, weil ich bin vorher ständig aufs WC, weil ich Angst hatte, dass mir einfach ein Unglück passiert. Und das muss jetzt wieder aufgebaut werden, dass es länger, dass es einfach normal wird. Belastungsinkontinenz ist jetzt operiert worden und jetzt wollen wir wissen, wo wir stehen mit der Reizblase. Dazu gibt es eine Blasenspiegelung. Die Blase wird mit warmer Kochsalzlösung gefüllt. Da kann man einerseits fragen nach dem Harndrang, wenn der auftritt, und andererseits auch die Blasenwand genauer anschauen und könnte dort auch die typischen Zeichen sehen von einer Reizblase. Die Blasenspiegelung ist gut verlaufen für Sie. Sie haben das ganz gut mitgemacht und sind ganz ruhig gewesen. Das ist bereits schon ein gutes Zeichen, dass Ihre Reizblase, oder wenn man heute sagt, hyperaktive Blase, schon viel, viel auf einem besseren Weg ist. Sie wissen ja, wir haben ja zuerst, wie Sie immer beim Husten, Niesen und auch bei der körperlichen Aktivität Urin verloren haben, haben wir ja zur Verstärkung hier vom Blasenhals ein Bändchen eingelegt. Was wir ja aber nicht können operieren konnten, das war die Reizblase. Und die sind wir jetzt ja dran, am gemeinsam behandeln. Also Sie sind am Trainieren und ich tue Sie beraten, was Sie machen können. Und ich habe gesehen, auch auf dem Kalender, den Sie mir ausgefüllt haben, dass Sie in den letzten 3-4 Wochen bereits viel, viel mehr schon Ihre Blase haben können füllen, dass Sie zum Teil jetzt schon 3 Deziliter in der Blase heben können. Das hat mich auch sehr gefreut. Jetzt bei der Blasenspiegelung hat man gesehen, dass das eben auch schon viel, viel besser ist und der Harndrang nicht mehr so früh kommt, wie das vorher der Fall war. Frau Dr. Geisbühler, welche Frauen haben vor allem Blasenbeschwerden? Es sind vor allem Frauen im mittleren Alter oder auch im höheren Alter. Denn Frauen, die Risikofaktoren wie zum Beispiel Geburten in der Vorgeschichte, aber auch Frauen, die gewisses Gewicht haben, auch Frauen, die chronische Husten oder auch chronische Verstopfung haben, die sind natürlich geförderter für Beschwerden bezüglich der Blasen- und Beckenboden. Was zählt alles zu Blasenbeschwerden? Die Blasenbeschwerden zählt natürlich das, was am bekanntesten ist. Das ist das Wasserverlieren bei Sport oder auch beim Husten, Niesen. Oder auch wenn man immer Harndrang hat und einfach muss aufs Häuschen rennen, sind die, die meistens alle Toiletten in der Stadt kennen, welche offen, welche zu haben. Dazu weiter zählen natürlich auch, wenn man ständig das Nachtwasser lösen muss, wenn man kleine Portionen löst, wenn es brennt beim Wasserlösen oder wenn man einen schwachen Beckenboden hat und eine Senkung hat, kann es sogar mal sein, dass man fast nicht mehr Wasser lösen kann, dass man sogar wie eine Harnverhaltung hat. Wie kann man die Beschwerden behandeln? Primär kann man das immer mal mit konservativen Massnahmen, ohne dass man operieren muss. Also etwas vom Wichtigsten ist zum Beispiel das Trainieren vom Beckenboden mit Physiotherapie, aber auch einmal schauen, was trinke ich, wie viel trinke ich, wann trinke ich, wie groß ist die Menge, die ich Wasser löse, habe ich mir schlechte Gewohnheiten antrainiert, und dazu lohnt es sich, sogenanntes Blasentraining machen, auch wo man Kalender schreiben tut, vielleicht einmal 2-3 Tage, wo man dann eben schauen kann, was könnte man verbessern könnte. Weiter zählt natürlich auch dazu Hormone, zum Beispiel in Form von Creme. Dann gibt es verschiedenste Tabletten, die machen, dass man Blasen ein bisschen länger füllen kann, weniger Harndrang hat, oder dann Vaginaltampon besser, die einem helfen, beispielsweise bei Senkung oder bei einer Belastungsinkontinenz. Das sind also die konservativen Behandlungsmöglichkeiten. Und wann muss denn operiert werden? Wenn Sie beim Husten, Niesen oder auch bei körperlicher Aktivität, beim Sportwasser verlieren, wenn es dann nicht geht mit den konservativen Massnahmen, kann man heute relativ einfach ein Bändchen legen. Ich habe das so mitgebracht, einfach, dass man das sieht, wie schmal das ist und wie das vielleicht aussehen könnte. Das ist noch ein Stück, das vorgeblieben ist. Das ist ein Material, das sich
nicht auflösen tut. Das sind so die häufigsten Operationen. Dann gibt es natürlich auch Senkungsoperationen, wenn der Beckenboden so schwach ist, dass die Gebärmutter, Blase, Darm so weit runterrutschen, dass man es auch mit Beckenboden trainieren oder auch mit Vaginal-Tampon, mit so Scheidentampon gar nicht wegbringen. Dann muss man halt eine Operation machen. Was könnte man jetzt selber unternehmen? Gut, Prävention ist natürlich immer schwierig. Wenn man keine Beschwerden hat, dann macht man keine Therapie. Aber was sich sicher lohnt im Hinblick auf später ist, dass man schaut, dass man sich nicht schlechte Gewohnheiten bezüglich der Blase antrainieren tut, dass man genügend trinkt, dass man normal auf die Toilette geht und sich nicht leiten von der Umgebung, sondern dann geht, wenn man muss gehen. Dass man auch das Richtige trinkt, dass man vielleicht nicht nur den ganzen Tag Kaffee trinken tut. Und natürlich auch ein Beckenbodentraining kann man auch präventiv machen, indem man vielleicht im Fitnesscenter oder in Kurs geht, wo man das schon mal ausprobieren kann. Dann weiss man, wenn es später der Fall ist, wenn man Beschwerden hat, was muss ich machen und wie könnte ich das machen. Das lohnt sich sicher, nur eben Prävention ist halt immer schwierig, wenn man keine Beschwerden hat. Blasenbeschwerden und ungewollten Urinverlust, das sind Beschwerden, die man heute nicht mehr einfach akzeptieren muss, sondern gegen die kann man etwas unternehmen. Und getrauen Sie sich auch darüber zu reden, melden Sie sich bei Ihrem Arzt oder Ärztin, dass man weitere Abklärungen machen kann.